Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Hydroneer. Ich freue mich, das ist geil gewesen zum Automatisieren, Spielen, alles bis auf die Logik da hinten, diesmal immer am Sack gegangen. Aber im Farming Update gibt es ja urviel Sachen, das heißt, wir werden mal jetzt hier, wir haben jetzt mal geschwind, was machen wir? Wir upgraden, das sind die neuen Gempressen. Die funktionieren so, ihr haut da einen Schalter ran und der presst eigentlich immer. Jeder, der kommt, wird gleich eingepresst. Punkt. Mehr kann es nicht. Problem war, dramatischerweise ist, das braucht Wasser und Strom. Und das ist aber nur auf einer Seite, es gibt wieder kein Links-Rechts, es gibt auch kein Gerade, es gibt auch keine Alternative dazu. Seht ihr? Zack, drin. Und ist gleich mal gepresst. Das ist cool. Wir werden das jetzt so machen. Ich werde jetzt das Band stoppen. Da habe ich ja hier. Fahr das Band ab! Oh, Entschuldigung. Halt das Band an! Wenn wir das so machen. Und werden wir versuchen, das direkt gleich da alles pressen zu lassen, ja? Brauchen wir nicht. Natürlich nicht im. Gefick. Mann, geh, verdammt. Natürlich nicht im Creative. Creative verwendet man, wie gesagt, in allen Spielen, wenn es vorhanden ist, oder im Valheim die Kommandoleine. Ausschließlich für Guides, um das besser zu veranschaulichen, weil die Zeit sonst knapp wird. Gameplay wird nie gecheatet. Mach ich nicht. Sonst könnte ich es brauchen, das Spiel nicht spielen. So, das heißt, wir machen jetzt mal hier auf. Wieso war das nicht fest? Den haben wir nicht. Ha, die war wirklich nicht fest. So, die habe ich mir da schon hertragen. Ja, ich habe die wirklich tragen, weil ich vergessen habe, dass ich es auch irgendwie anders dahin bringen könnte. Aber ist okay. Passt wenigstens zum Vorsatz. So, das tun wir da auch raus. Das Problem ist, dass das eine jetzt schon recht lang wird. Aber andererseits, ja, ich will halt, dass das... Naja, Moment. Moment. Wenn noch ein Platz so frei. Geht sich das aus mit so einem? Das einzige Problem, was ich habe, diese Teile müssten allgemein ein bisschen niedriger platziert werden. So. Müssen das ein bisschen tiefer setzen, weil das Problem da wirklich dann oft ist, dass er... Servus. Dass die Edelsteine manchmal sogar hängen. Ich meine, ist mir schon passiert, dass die Edelsteine hängen geblieben sind. Was ich jetzt nicht ganz ja eben verstehe, warum das Spiel das einfach nicht auf die Reihe kriegt. Oder es ist gewollt vom Entwickler, weil da oben staut sich ja auch dauernd. Da liegt die schon wieder an, schwebt die schon wieder an in der Luft da. Ja da. Oder hier. Ja, auch bei echten Minen fällt mal Dreck wo daneben. Okay. Aber. Komm schon, ich bin hier nicht ein Simulator für... Das ist jetzt die 100% echte Mine. Ups, warte mal, wenn da jetzt ein Ding rauskommt, fällt der falsch. Ah! Puh! Glück gehabt. So, jetzt werden wir mal... Das festmachen. So. 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 Alles fest. So. So, theoretisch müsste das ja so gehen. Eigentlich. Wobei, das müssen wir testen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich mit dem Bundle dann so schön ausgeht. Zwecks dem wohin liefern. Ja, bitte, bitte. Hör auf. Hör auf mit dem Geräusch. So, danke. Jetzt wäre einfach nur mal interessant, ob das geht.
Machen wir mal. Erstmal um die Roten. Kommt da schon was Rotes? Schauen wir mal. Hey, was trinken derweil? Müsste gleich einer kommen. Wenn nicht, schmeiß mal hin. Okay, zu langweilig. Ah! So, schau mal, ob der rüberfahrt. Ah, das passt nicht gut. Das passt gar nicht gut. Nicht so ein Splitter. Ich meine, es gibt Splitter, aber. Ja, da müsste eigentlich fast ein Splitter ran. Okay, wir stoppen das mal. Wir brauchen hier die Schalter. Jetzt gehen wir mal losrennen. Ja? Kaufen uns die Fahrzeuge und dann schauen wir mal weiter. Die ganze Geschichte. Bitte hör auf. Dieses Geräusch macht dich leicht narrisch irgendwann. Wird ein bisschen wahnsinnig. Ja. Lauf mal. Warum? Weil ich nichts zum Fahren da habe. Ich habe irgendwo mein Auto abgestellt. Nicht zufällig irgendwo so ein Teil dabei, was ich jetzt brauche, oder? Doch! Ich meine, kein Plan. Ja, ich hab wirklich. Komm mal her. Geh weg. Haha. Ja, gibt's das auch? Nochmal. Unpackbar. Geht wirklich. Gut, wir brauchen 1, 2, 3 Schalter. Die lassen wir einfach dauerhaft umgestellt. Und das kann man schon wieder schmeißen. So. Ja, jetzt haben wir wieder so einen braden Weg vor uns. Also ich finde die neuen Dinger total cool. Ich finde die wirklich viel besser. Die Kompressor. Die alten sind mir am Sack gegangen mit der Logikansteuerung. Mordskomplex gewesen, wieder das alles hinzubasteln irgendwie. Somit finde ich die hier, die was leichter automatisiert sind, finde ich besser, weil man sie einfach nur einschaltet. Reicht, brauchst nichts irgendwie ein ausschalten. Einschalten und immer wenn ein Stein kommt, dann knatzt das hin. Hallo. Was ist hier? Da ist irgendwie kein Mensch verstanden. Warte mal. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Don't mind me. I'm just mooching about. Ja, ja, darfst hier rumlaufen, macht nichts, kein Problem. Come have a gander. Du meins mit. I got the goods if you got the cash. Hä? Da hockt wer? Hallo? Come have a gander.
Alter, bitte nicht die ganze Zeit überall. Ja, die Items hier sind noch da, weil es im Creative-Modus noch aktiviert ist. Hey there. Aber da ist noch Platz für genug dann. So, nehmen wir mal das mit. Wir haben nicht die Kohle da. Machen wir mal. Machen wir mal. So, jetzt reicht's. So, jetzt ist auf Stumm dreht das Handy. Die ganze ploppt's da, aber irgendwann am Ende muss irgendwas schreiben. Ich sterbe mich normal nicht, aber jetzt eine Aufnahme brauche ich nicht. So. Ja, ja. I got the goods if you got the cash. Weil ich mag ja das NPCs das, ne? Müssen die quangeln die jetzt durchgehend die ganze Zeit? You won't find better prices than these. Und das schon cool ist. 79.000 lassen wir da, ich glaube, sind noch was aus. Ja. Looking for someone. Alter! Die sind urgünstiger eigentlich, die Maschinen, wenn man sich das so anschaut. Eins. Angeblich sind die cool zum Fahren als Kassen. Bisschen sehr leise, oder? Warte mal. War ich das oder ist das von Natur aus so? Nö, ich hab nur die Musik. Hm, gehört so. Naja, gut. Wuhu! Zack. Wow, ich bin Depp. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich mit dem Ding rumfahren kann, weil ich vergessen habe, ich wollte eigentlich was holen. Ah, nies, nies. So, wo muss ich da rauf? Da? Hier. Ja, genau. So. Brauchen wir Schalter? Das müsste dann der sein. Eins. Ja, den brauchen wir nicht. Eins. Zwei. Drei. Ja, weil einen haben wir schon. So, Moment. So, jetzt werden wir die kaufen. Schauen wir mal, wo man das aufladen kann auf das Teil. Ja? Hier. Eins. Zwei. Ah, das haben sie gemeint mit. Man kann da nicht unendlich aufladen, weil das nicht so ineinander. Tut nicht so ineinander wie bei der Palette, wo man ineinander kann. So. Ja, aber dann so soll's halten dann, ne? Nee, nee, ne? Tschüss mal. Ich finde es echt schade, dass es so leise ist. Okay, wir können dann den Part hier gleich mal beenden, New Compressor nur nennen. Und bevor wir da überhaupt viel machen, weil hier werde ich eh nicht. Wow.
auch viel. Autsch. Hier werde ich eh nicht viel bauen, das werde ich ja woanders anbauen, das Zeug, oder? So. Mach platt! Noch ein. Vielleicht passiert das dann so geschissen manchmal, wenn er. Wenn es wirklich blöd reinfallen. Dann machen wir da auch noch einen hin und wir sind schon parat fertig. Dann werden wir noch mal geschwind was schmieden und dann haben wir schon. Das erste Mal was erledigt. So. Passt! Pumpe Düse, mein Freund! Pumpe Düse! Wie ist denn das eigentlich mit diesem Screenshot-Kamera gegangen? Sehr cool. Nutze Greenscreen, nutze Kinomodus. F, verstecke Wii. Ja und? Wie macht man da jetzt ein Foto? Achso, F12. Cool. Was ist da unten links? Wie kann ich da, weil ich da keine Maus habe? Sehr gut, deppert. Ah, jetzt habe ich eine Maus. Ja, gut zu wissen. Achso, E ist Maus umschalten gewesen. Gehen wir da zurück. So, okay, das haben wir mal erledigt. Jetzt haben wir noch die ganzen, weil das brauche ich ja. Diese ganzen Kübel hier eigentlich nicht mehr. Kann es euch nur nochmal sagen. Können da nicht rein, glaube ich jetzt. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja. So, diese ganze Kübelwerk da sind ja jetzt alle, wo ist denn das blau? Da ist blau. Ich sollte mal ein tiefes Loch graben. Das mache ich mal. Ein tiefes Loch, schmeiß alles rein, was wir brauchen, dann spreng ich es in die Luft. So, jetzt haben wir das immer so weit erledigt. Oh, ne, haben wir nicht. So, das haben wir so weit erledigt. So, dann werden wir sich jetzt noch was bauen, dass wir ein bisschen Kohle mehr kriegen. Den da rein. Power grün. Ja. Ich glaube, man kann die ja gar nicht falsch reinwerfen, jetzt, oder? Nein, dann hüpft er. Passt. So. Was können wir da jetzt am leibendsten schmieden? Irgendwas, um einen Diamanten zu machen. Zwar mal sowas. So. Das ist ja unmenschlich viel, habe ich da jetzt schon. Der wird mal überhaupt nicht blöd oder so. Vor allem will ich ja nicht wissen, wie schwer der jetzt ist dann.
Das Lustige ist, dass wir kriegen ja das sowieso wieder. Bringt eigentlich tonnenweise das ganze Jumper draus. Da liegen ein paar daneben. Sicher. Ja, soll so sein. So, das heißt, wir holen uns jetzt den. Der hat ein Gewicht von 100, fast 150.000 Kilo. Das ist Wahnsinn. Das ist purer Wahnsinn. Machen wir jetzt trotzdem. Machen wir zwei draus. Einmal. Zweimal. Warum habe ich das eigentlich so stehen? Ach ja, stimmt. Hab ich schon vergessen. Wir müssen ja glühen. So, und einen Diamanten dazu. Fünftausendsechshundert. Achttausend. Ja, das ist ein bisschen unfair. Das sind am wenigsten und die sind am wertvollsten, aber das verwende ich jetzt nicht. Wir nehmen grün. Ist so auch nochmal, oder? Nee. So. Haben wir es auch da? Gut. Also das muss jetzt ja die fetteste Halskette sein, die ich jemals gecraftet habe. Also ich habe garantiert keine fettere Halskette mehr gecraftet. Das schaut so aus, da bist du fertig, sollte ich mal zusammenräumen. So, sollen wir uns ein bisschen Kohle noch holen? Uhu! Also kann man das da auch wo sellen? Da brauche ich einen Jeweler dafür. Das sind nur diese Grumpa-Dinger da. Wunder Typ. Ich hab den zusammengeführt. Ups. Naja. Zeit wird's, so. Die fetteste Halskette ever, glaube ich. Muss nicht, aber... 3,7 Millionen! Pieps die Hände, Alter, komm! Her damit! Jetzt können wir einkaufen gehen. Jetzt können wir eine Weile lang einkaufen gehen. So verdammt lang einkaufen gehen. Haben wir da eh noch genug drin überall? Ja, ja, passt, ey. Reicht. Kriegst du das um die Hälfte. Okay, komm schon. Nicht rausfallen! Hallo? So, das sollte mal ja eine Weile reichen. Oh. Das sollte ja mal eine Weile reichen. So, und jetzt gehen wir einkaufen. Das Gott sei Dank kann dieses Vehikel hier wenden. Schön wenden. Looking for someone. Jupp.
Muah. Cool. Das brauchen wir dann auch. Wir müssen uns nur mal im Klaren drüber werden, dass wir es eigentlich machen wollen. Vor allem mit dem Paar jetzt noch. Bleiben wir da stehen. Da hinten ist ja nichts. Das ist ja nur. Ah, ja, oh ja. Ja, dann könnte man theoretisch da ja von da gleich da hinten eine Landschaft machen. Ich komm! Ich hab mein Geld sogar hinten am Anhänger mit, weil es so viel ist. Bin da. Ja, das reicht mal. Das, also wir haben hier zum Verkaufen. Bist du unnötig? Ist der Krummer? Die nehmen nur die andere Währung. Ja, dann müssen wir mal Gas geben. Fangen wir mal an. Holla, was ist denn das? Aber eine Frage hätte ich schon. Was ist dieses... Diese Geräusch da. Was sind diese Behinderten? Das müssen wir mal fixen, glaube ich. Ich mache es jetzt auffallen, aber trotzdem. So. So. Alter, jetzt wo ich es weiß, dass da ist, liegt das vielleicht am Creative Mode? Nope. Ja, also dieses Geräuschen ist ziemlich nervtötend. Oh ja, soll so sein, kann man nichts machen. Ja, wie gesagt, tut mir leid, kann ich jetzt irgendwie, ihr habt es gesehen, ich habe es probiert, kann ich jetzt aber irgendwie nichts ändern. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eins. Zwei. Ich komme gleich wieder, ich kann da was dagegen tun. Ah, Ruhe und Frieden. Ja, ich weiß, jetzt fallen die da rein und werden nicht gleich zermatscht, aber das müssen wir zuerst fixen, das kann nicht lang dauern. Okay. Das kann und wird nicht lang dauern, weil das... Eine Kleinigkeit sicher für den Entwickler. Ziemliche Kleinigkeit. What? So, es tut mir übrigens leid, dass ich die ganze Partzeit jetzt eigentlich hier mit meinen Dinger verschissen habe, aber ich überziehe mal kurz. Fünf, so, nehmen wir fünf von dem überall. Eine Schaufel. Eine Sichel. Den Schreiderer brauche ich noch nicht.
Das Hackteil auch nicht, den Ofen auch nicht. Man, fangen wir mal mit dem an. Meins. So. So sieht's gut aus. Ich kann ja nicht mal mehr. Das, was mich wirklich wundert, ist, ich kann ja nicht einmal eine Gießkanne jetzt kaufen, glaube ich. Komm. Ich finde dieses neue Teil ja total super, aber die Ladefläche ist wirklich ein bisschen mies. Ja, wobei, so viel transportieren wir damit ja nicht. Und sobald wir mal ein bisschen Suppe gemacht haben, können wir ja auch die neuen Sachen kaufen. So. Danke, es war schön. Fahren wir. Wirklich hier eine Farm aufbauen, oder? Na gut. Ich würde mal sagen, das machen wir im nächsten Part. Es ist jetzt schon zu lang, dass ich jetzt noch viel anfange. Ich packe mich hierher, hol die Planierraupe und im nächsten Part werden wir dann genau hier fortsetzen. Von daher. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war jetzt einmal größtenteils nur der neue Automatisierer, die Fahrzeuge, zwei Fahrzeuge von drei. Und jetzt geht's dann im nächsten Part, dann tun wir wirklich farmen. So, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abo, like, Comment, nichts vergessen. Bis dann und ciao.